So, hallo zusammen. Ich habe eben gerade den Dyson V11 repariert. Hier war die Ursache, dass hier die Taste defekt war. Und ich konnte die ersetzen. Die funktioniert wieder. Das war die ursprüngliche Taste. Ach, ihr seht das gar nicht. So, das war die ursprüngliche Taste, die verbaut war. Hier haben wir einen Bruch, weil hier eine Schwachstelle ist, die vom Werk aus so konstruiert worden war, und ich kann euch anbieten, diese versteckte Variante zu reparieren. Hier haben wir eine etwas größere und längere Verstärkung, eine Rippe, die nicht nur in der Länge steif ist, sondern auch hier in der Breite. Und wenn man hier die zwei nebeneinander legt, sieht man die Verhältnisse zwischen dem, was verbaut war, und dem Ersatzteil. Solltet ihr Fragen haben, einfach in die Kommentare setzen. Ansonsten helfe ich euch gerne. Ihr findet meine Kontakte in der Videobeschreibung. Alles Gute, bleibt gesund, bis dahin.